Auf dem Weg nach Glencoe wurde mir der Campingplatz Glen Nevis vorgeschlagen. Das war ein guter Vorschlag, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Hier habe ich mich 2 Tage ausgeruht und konnte meine Wäsche waschen. Morgens konnte ich mir eine Hafermilch mit Latte Macchiato holen, genauso wie ein Smoked Baked Bacon Brötchen. Zuerst dachte ich, ziemlich simpel, aber es schmeckte verdammt gut. Ein Turm vor der malerischen Kulisse des Loch Shiel. Hier landete 1945 Bonnie Burns Charlie und hisste seinen Banner, um anschließend den Jakobitenaufstand zu führen. Nun war also der Anfang gemacht. Die Camerons folgten, die McDonalds of Glencoe, die Grants, die Stewarts of Appen, die McLeans und die McLachans, sogar ein McLeeds. Sie alle würden sich der Sache anschließen. Alles würde hier starten, hier in Glenfinnan. Doch leider nahm das Ganze ein schließlich trauriges Ende. Die Kirche, die zwischen 1800 und 1872 in Glenfinnan erbaut wurde, ist ehrgeizig im Maßstab im gotischen Stil. Die umgebende Vegetation und der Hang, der steil zum See fällt, bedeutet, dass ihre einzige klare Außenansicht von Norden und Nordosten aus sind. Aber diese reichen aus, um die Art und Weise zu schätzen, wie die Kirche perfekt in ihre Umgebung zu passen scheint. Diese Torfinsel diente der Filmkulisse von Harry Potter.
place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. To see if you're free to run away.